Wie lange ist es her, dass ihr Wenn Elfen helfen geschaut habt? Vorgestern, gestern, ein Jahr, zwei Jahre? Auf jeden Fall hat sich da schon ein bisschen getan. Und ja, ich zeige euch heute 5 neue Synchronstimmen. Viel Spaß! Okay, warte, ich bin auf Drogen, egal. So, fangen wir mit der ersten Serie an. Nämlich ist das, wie ich schon im Intro erwähnt habe, die Serie Wenn Elfen helfen. Ich habe es früher wirklich gerne geschaut und ja, mit früher meine ich nicht gestern, sondern wann war es das letzte Mal? Letzte Woche. Und ja, Timmy Turner hat da eine neue Stimme gekriegt. Er wurde erst 9 Staffeln lang von Hannes Maurer gesprochen, der unter anderem auch Backpack aus Dora, Near aus Death Note und Goose aus Disneys große Pause gesprochen hat. Jetzt macht er eine kleine Pause von Synchronsprechen und deswegen muss ein neuer Sprecher her. Das wäre dann Christian Zeiger. Und ja, ich weiß nicht. Ich finde, es klingt nicht wirklich so super. Hört einfach mal selber rein. Hier ist der Vergleich. Was für ein Tag! Mal sehen, was ich ihm heute zumuten kann. Vermutlich ist Francis auch schon wach und spachtelt Kraftfutter zum Frühstück. Ich bin Timmy. Und ich verstehe es nicht. Anscheinend ist Chloe doch so perfekt. Wozu braucht die Zauberpaten? Machen wir direkt weiter mit Pokémon. Nämlich hat der gute Ash Ketchum, der früher von Caroline Combrick richtig lange synchronisiert wurde, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie lange, auf jeden Fall wirklich lange, hat er auch eine neue Stimme gekriegt. Caroline Combrick synchronisierte unter anderem auch diese Schlange aus One Piece, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie sie heißt, ich hab's vergessen. Egal, und Nibbler aus Futurama. Jetzt wird Ash von Felix Meyer gesprochen und wieso es zu dem Wechsel kam, weiß man nicht, keine Ahnung. Und dieser neue Artstyle sieht auch richtig retarded aus, keine Ahnung, warum die das gemacht haben. Auf jeden Fall, hier ist der Vergleich. Vergiss es, ich werde dich nicht allein lassen. Wir können diesen Kampf gewinnen, wenn wir als Team kämpfen. Wo sind wir? Komisch. Beko. Ich schätze, es ist weg. Mann, super ärgerlich. Aber wo sollten wir das Ei nochmal hinbringen? Die neue Stimme von Homer Simpsons müssten eigentlich viele bekannt sein. Trotzdem tue ich den mal in der Liste mit rein. Ja, auf jeden Fall wurde Homer Simpsons 26 Staffeln lang von Norbert Gastel gesprochen. Und nein, das war nicht seine einzige Rolle. Norbert hat auch 1200 andere Charaktere synchronisiert. Und ja, das ist auf jeden Fall nicht wenig, würde ich mal sagen. Im Alter von 26 Jahren ist Norbert leider gestorben, deswegen muss eine neue Stimme her für Homer. ProSieben hat sich letztendlich für Christoph Jablonka entschieden. Ich finde auch, die Stimme ähnelt sich schon, ja, schon wirklich ziemlich. Und ja, hier ist der Vergleich. Sie nicht mir, sondern Captain America, weil er mir den Patriotismus verliehen hat, das Leben des Präsidenten retten zu wollen. Und danken Sie Wonder Woman. Kent. Ich bin ein Mann, der nie die Hoffnung aufgibt. Ich habe ein Grundstück auf dem Mond, wünsche mir zu Weihnachten immer Hosengröße 36 und ich kaufe immer noch Beanie Babies. So, das war's schon wieder mit der, die das Video. Ich hoffe, es hat euch nicht gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann macht gar nichts oder dann macht ein Like, ein Dislike, einen Kommentar, schmeißt euer Handy aus dem Fenster, kackt auf euer Waschbecken. Viel Spaß bei in der Schule.